Das Video ist perfekt. Ich hab's noch geschafft. Oh, super. Ein Glück. Der Aufwind muss gehe jetzt erstmal studieren. Computermaus kann ja mal ausgetauscht werden. Sehr gut. Es läuft nämlich auch langsam die Zeit. Uns davon. Immer weiter lernen. Gucken wir uns in der Zeit mal die Wohnung an. Hier haben wir die große Küche. Auch sehr frei. Fragwürdig, warum das da steht und nicht da. Naja, kleiner Tisch, Kühlschrank, Waschküche. Hier hängt die Wäsche. Badezimmer. Ja, nee, nee, ist hier weiter lernen. Finde mein Geschmack nach zu viele Flure. Ja, auch ein bisschen viel Platz flöten. So, und wir sind jetzt. Ja, es läuft. Ach, modern. Wo war ich denn eben? Warte mal ab, meine Noten werden top sein. Lass mich mal machen. Hab Vertrauen. Ausdauer ist wieder erhöht worden. Was haben wir hier? Also sind wahrscheinlich neue Items hinzugekommen, die wir jetzt noch nicht sehen können, weil es hier noch ein bisschen limitiert ist, sozusagen. Das Zuhausewohnen ist ja der erste Step nur. Ich weiß noch was essen. Ergebnisse anzeigen. Ja, Nachbearbeitung schlecht, bla. Oh, egal. Hauptsache, es hat Cash gebracht. Das ist heil. Na, man kann ja auch mehrere Videos von einem machen. Broken Words zum Beispiel. Ist auch gleich noch ein Gameplay-Video. Wäre ja auch blöd, wenn es immer nur eine Folge geben würde. Oder wie seht ihr das? Eigentlich genauso, oder? Sonst würde ich jetzt überall immer nur eine Folge machen und sagen, so eine halbe Stunde vielleicht auch dann länger machen und so eine Dreiviertelstunde lang eine Folge und sagen, ja, das war das Spiel, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie es weitergeht, sage ich euch nicht. Müssen wir nicht, spiele ich ja nicht weiter. Wäre auch irgendwie Geldverschwendung. Ich habe ein Puzzle gelöst. Bam, 6. Hammer. Okay, das passt da rein. Nehmen wir. Jetzt ist eigentlich Banane. Kann auch das nehmen. Damit abschließen. Weicher Fokus. Und Titel. Ja, richtig gutes Skript diesmal. Und Nachbearbeitung. Komm, gib mir 18. Ah, okay, 17. Auch gut. Dann gehen wir mal bis Gärtner. Jetzt bin ich schon fertig mit Lernen. Jetzt weiß man schon nicht mehr, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Besseres. Können wir auch die Oma helfen. Dann hat man einfach mal so 20 Dollar auf die Kralle insgesamt bekommen heute. So, ich schlafe nochmal aus für den großen Test. It's dangerous out there. Get this. Die Internetleitung hier ist echt grausam. So will ich sehen. Perfekt.
Ah, auf zur Prüfung. Viel Glück, Jung. Machst das schon. Die Noten deines Tests, eine 1. Ja, mega. Besser geht nicht. Oder, Mama? Zufrieden? Ja. Was ist meine Belohnung? 50. Ein Fuffi. Kauf dir was Schönes damit. Ja. Ja. Machen wir. Es gibt ein neues an Spielen. Oh. Oh. Das ist ja schon mal mega. Und ich meine, wir können jetzt ja noch eine Webcam mal kaufen. Seit wann ist das draußen? 17. Na. Wann war eigentlich hier? Kaufen wir aber schnell nochmal ein Ticket. 10 ist das ja schon. So. Sagen wir mal, ich spiele Kaufe. Unermüdlicher Editor. Gute Noten. Und wir machen. Was sollen wir denn überhaupt machen? Ja, wieder nicht geguckt. Distinguished Jetpack Gameplay. Ist jetzt nicht so besonders, aber. Kann auch noch niedrig auflösen, naja. $25 hat uns Broken Words Gameplay jetzt eingebracht. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Erstes Spiel: Lernen, wie man es spielt. Einen professionellen Kommentar dazu. Das freut uns natürlich. Oh, cool sein. Ja. Mörderisch gucken. So ein geiler Hengst wir doch sind. Hm. Achso, nee, das geht ja gar nicht. Müssen wir das so machen. Leider. Zehn, zwölf. Oh. Du hast eine neue Videokategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen und hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen und meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Machen konnte ich das bei eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Charakter klicken. Ja, Mensch. Also ein Vlog halt. So, zurück zur Schule. Gut. Was haben wir hier? Vlog freigeschaltet. Ausdauer und andere Sachen wieder. Und eine formelle Begrüßung. Und Erfahrung abholen. Yeah! Müssen wir am Arbeiten was? Nee. Gut. Okay, weiter studieren. Geht ja nicht anders. Müssen ja auch wieder am Ende des Monats einen Test schreiben und der Februar ist bekanntlich nicht so der längste Monat. Mal haben wir jetzt ja eigentlich auch bis zur Convention genügend Videos. Also haben wir es aufgenommen. Ist jetzt ja schon der 4. Danke, dass du es gemacht hast. Okay. Gib mir ein bisschen Geld dafür. Ja, super. Ach, jetzt schimpft die schon wieder. Also ihr Sohn schreibt da irgendwie eine 1 im Test. Sie meint dann jetzt hier rummeckern zu müssen, als wenn das jetzt nicht wiederholt wird. Kein Vertrauen.
Was mit ihr? Ich meine, komm jetzt, ja klar, hier geht's jetzt noch. Geht noch was nach vorne, aber. Das kriegen wir noch hin. Dann essen. Und danach wieder studieren. Ach, das geht doch auch. $18 kommen wir bestimmt auf. Ich hoffe mal 21. Die vier Karten, die jetzt kommen. Urheberrechtsgeschützte Videos. Ein Abspann. Den ersten Kommentar. Und eine tanzende Begrüßung. Das, was ihr nie von mir erleben werdet, dass ich jetzt hier irgendwie rumtanze. Und eine einfache Verabschiedung. Oh, 22, 9, 23 schon. Das ist ja doch besser, als ich dachte. Und sind schon mal wieder im hellgrünen Bereich. Ja, nicht aufhören. 23,50 hat es gebracht. Finde ich gut. Ich habe diese Woche genug gelernt. Ja, das stimmt. Machen wir mal das, was wir vorhaben. Und zwar nämlich ein Gameplay-Video von Shameful Prisoners. Play Typos. Das haben wir uns ja nicht umsonst gekauft. Für 30. Winken wir uns mal die Begrüßung. Zusammenfassung des Spiels. Ja, können wir jetzt egal, was wir machen. Erster Achievement. Situation Happy. Mal sehen, dass ich jetzt hier ein bisschen was aufs Skript kriege. Ich habe alles zerstört. Das können wir auch professionell kommentieren. So. Das ist so ätzend. Geht ja nicht besser. Titel, Farbe. Hat alles nur Durchschnitt jetzt. Leider. Nicht mein bestes Werk. Kurzer Kommentar. Ich will jetzt ja auch nicht arbeiten. Schlafen wir lieber. Ich mag, was ich sage. Achso, ein Vlog hochladen, okay. 5 Videos. 2 Klausuren bestanden. Dann können wir mal wieder lernen. Oh, jetzt sag mir nicht, du hast immer noch genug. Dann ess erstmal was. Schnapp dir einen Snickers. Also $50 dafür zu bekommen, weil ich einen Test bestanden habe, ist natürlich eine feine Sache. Hat er denn jetzt wieder Lust? Nein. Was war's denn? Ich muss halt wieder zu Oma Gertrud und arbeiten. Geht halt nicht anders. Irgendwas muss man ja machen. Ich versuch's immer wieder. Du kannst noch mal 6 Stunden arbeiten. Wir gucken uns die Kommentare mal an. Okay, die Nachbearbeitung ist halt irgendwie immer hier ein Thema. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwie nach dem Schlafen gehen was finden, dass wir das ein bisschen. Vielleicht gibt es ja auch, dies kann ja eine neue Software kaufen oder so. Das würde ja eigentlich schon helfen. Ich merke schon, er will nicht. Kein Bock mehr auf Lernen. Verstehe ich auch. Nein. Kurz und knapp. Nein. Wie zum Teufel soll man sich denn
Ja, wir bleiben einfach so formal gekleidet. Seriös rüberkommen. Ich glaube nicht, dass das Video wird jetzt hier nicht noch irgendwie, schade, 23,5 knacken. Das ist sicher das Hightech-Equipment. Unsere erste Convention. Ich mir jetzt bloß nicht abspielen. Wieso habe ich das Gefühl, dass er jetzt abschmiert? Ja, das ist jetzt natürlich richtig kacke gewesen. Das Spiel bietet ja auch nicht die Möglichkeit an, jetzt selbstständig zu sagen, ich will einen neuen Speicherstand anlegen. Wir haben, also ich habe jetzt auch bewusst, dass nicht rausgeschnitten wird, das nicht rausschneiden. Das Spiel stand im Ladebild bei 81% und daraufhin habe ich dann die Aufnahme pausiert, im Taskmanager reingeguckt und wir haben, oder ich habe festgestellt, hier, dass der Task hängt, habe ihn dann beendet, habe den Spielstand geladen und das ist das Erste, was wir sehen. Wir hatten eine tolle Zeit auf der Convention. Nö. Kann ich mich nicht dran erinnern? Warum nicht? Das ärgert mich. Also wirklich, weil... Ah, Spiel pausiert, kommt automatisch, okay. Da seht ihr es nochmal, wir können ja nicht irgendwie sagen, Spiel speichern oder irgendwas. Auf jeden Fall hätte ich gerne irgendwie die Convention unterlebt. Aber können wir jetzt ja auch leider nicht rückgängig machen. Irgendwann kommt bestimmt eine neue. Und ja, wir sind hier eingeladen worden, in eine WG zu ziehen. Thema Ausziehen. Sieht so aus, als wäre es an der Zeit, einen eigenen Ort zum Leben zu finden. Ich konnte die Wohnung, die mein Freund gefunden hat, durch die Tür meines Zimmers auswählen. Dein Zuhause. Als ich mehr Erfahrung gesammelt und einige Ziele erreicht hatte, schaltete ich eine neue Wohnung frei, die mehr Talente zur Verfügung stellte, sowie eine höhere Hochladegeschwindigkeit, mehr Platz für meine Objekte, die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen. Sehr geil. Zudem gab es neue Herausforderungen, die ich bewältigen musste. Natürlich musste ich mir, bevor ich umzog, sicher sein, dass ich die monatliche Miete bezahlen konnte. So, Essen wird von uns machen wir erstmal, was wir jetzt haben. Monatliche Kosten? 0. 1 Megabyte pro Sekunde Upload Speed. Ein Arbeitsplatz, Essen gratis, lernen müssen wir, Kurse haben wir nicht, Mitbewohner haben wir nicht. Studenten-WG, kostet uns $80 im Monat, haben 4 Megabyte. Ein Arbeitsplatz, Essen wird von uns bezahlt, lernen müssen wir nicht mehr, Kurse können wir machen und Mitbewohner haben wir. Naja. Ja, man muss der Schritt kommen. Brauchen wir immer nicht mehr monatlich lernen. Jetzt gucken wir uns mal an, was uns jetzt... Oh Mensch, das geht auch. Ich finde die Decke geil. Die will ich auch gern haben. Also mir gefällt's. In genau diesen Raum habe ich realisiert, dass ich wirklich vom YouTube leben könnte. Ich hätte mich vollkommen meinem Kanal gewidmet und 50.000 Abonnenten erhalten. Abgesehen davon hätte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeiten als YouTuber zu trainieren. Trotzdem hatte ich noch andere Pflichten. Ich war endlich in meiner neuen Wohnung. Jetzt, wo ich nicht mehr bei meinen Eltern lebte, wurde ich auch nicht mehr kontrolliert und konnte tun, was ich wollte. Aber es gab aber auch neue Aufgaben, die ich erledigen musste. Kleiner Schreibfehler da drin. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Öffne den Kühlschrank und iss ein Sandwich. Voll mutig. Oh mein Gott, ich hatte nur 2 Sandwiches. Ich konnte durch meinen Kühlschrank mehr kaufen. Lass mich raten. Klicke auf den Kühlschrank. Essen kaufen. Alles am WC hier. Kaufen wir uns das und noch einen Kaffee. Vielleicht auch noch eine Limonade. Ein weiterer Vorteil dieser Wohnung war,
dass ich nun meine Talente dank Kursen verbessern konnte. Von meinem Bücherregal aus konnte ich einen Kurs wählen, den ich belegen wollte. Ich konnte den Kurs so oft pausieren, wie ich Lust hatte und weitermachen, indem ich wieder auf das Bücherregal geklickt habe. Kurs fortsetzen. Drehbuch und Erzählung? Nee. Nachbearbeitung? Wir machen Computerwissen. Ich habe die Hoffnung, dass ich dann die PCs selbst reparieren kann. Und wie lange lernt er da jetzt? Wahrscheinlich so lange, bis ich ihn jetzt wieder abbreche. Ja, ich mache jetzt hier eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so ein bisschen in dieses YouTubers Live reinzuschauen. Es befindet sich ja noch in der Beta 0.75 oder 6 und wird ja auch ständig weiterentwickelt. Mir bringt es wirklich Spaß, weil es halt jetzt jedenfalls noch, klar, die Aufgaben wiederholen sich, aber es ist abwechslungsreich. Es gibt halt Sachen, die man erreichen will und ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, euch hat es soweit auch gefallen. Und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Gaming Geil spielt Gaming Geil und Sequence ist Sequence. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt gucken wir uns das doch nochmal an. Computerwissen für Anfänger. Grundlegend, okay. Yeah! Können wir jetzt PC reparieren? Ja, ein Glück, jetzt macht er das selber. Wir sparen Geld, das hat sich gelohnt. Das ist jetzt noch so als Outro. Wie viel ist er jetzt besser? Bei 67? Ja, 100 läuft. Super. Bis zum nächsten Mal.